cool ist das bitte? Jetzt zocke ich Fortnite und trinke Cola. Jetzt zocke ich Fortnite und trinke Cola. Keine Ahnung, scheiß drauf, Alter. Mal später. Hallo, Chat. Wunderschönen guten Abend. Huckelü. Merhaba, merhaba, selamun aleykum.
Oh, schönes Lied, schönes Lied. Was soll ich machen? Keine Ahnung, warum das abgeschnitten wird. Die Kacke, Alter. Die Kacke, Alter. Was ist das? Puff, was kriegt der? Hat man, gibt's auch? Moment. Halt, stopp. Gibt es auch die Version mit Lil' Kim? Oh boy. Jojo. Warum gibt's die nicht auf Spotify, Alter? In the air tonight, Junge. Was ist das denn hier für ein Quatsch? Wisst ihr was, dann machen wir das so. Dann lasse ich das hier einfach spielen, dann mache ich das hier drüber an. Naja, komm. Machen wir das so, das will ich mich jetzt hören. Hallo, guten Abend, was geht? Losen, Dankeschön für den Bits am 20. Monat. Katja, Dankeschön für 200 Bits. Verdigol, Dankeschön für den Prime am 15. Und Best, Dankeschön für den Prime 30. Meine Kinder. Wie ist es, Alter? Mann! Gute Lied, Alter, gute Wie Lied. Cool ist das, und Madge, Dankeschön für den Prime am 20. Bist du sentimental? Nein, warum? Das ist ein geiles Lied, Alter. What's cracking mit dir, Alter? Mir geht's auch gut. Ich bin on fire, Alter. So, weg damit. So wie du hust, ich huste immer, Bruder, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Okay, bleibt alles so wie das. Ja, mit Mandelentzündung doof. Hast du eine? Oh, ich kenne das. Ich habe mir die Mandel entfernen lassen. Duftkerze ist schon weg. Mach ich gleich eine neue. Gegessen habe ich auch gut. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr seid gesund. Neue Tastatur ist da. Neuer Monitor ist da. Ist alles angeschlossen. Müssen wir gleich gucken, wie das mit GTA aussieht. Ob ich da irgendwie FPS-Probleme bekomme. Habe ich jetzt nicht getestet. Wie denn auch? Weil ich war ja im Dodge. Das sehen wir gleich. Setup-Bild kommt irgendwann. Ich denke mal im neuen Jahr erst. Muss nur ein paar Sachen verändern. Tja, Venom, ich habe dir vorher geantwortet, bevor du die Frage gestellt hast. Kannst du mal sehen. Ostprodukt, Dankeschön für den Prime-Star im 12. Ein Jahr. Vielen lieben Dank für ein Jahr Support. Aber wie ist sonst so wegen Auflösung? Ich bin ganz ehrlich, ich erkenne keinen großen Unterschied. Entweder habe ich was an den Augen. Die Farben sind ein bisschen echter, sag ich mal. Vor allem das Schwarz. Aber sonst sehe ich keinen großen Unterschied, außer dass der Monitor größer ist. Bin ich ganz ehrlich. Hast du denn auch mal 2K4K-Inhalte geschaut? Nö. Stimmt. Man wird wahrscheinlich keinen Unterschied sehen, wenn man nur GTA spielt. Stimmt, jetzt wo du das sagst, ne, hab ich nicht. Wie cool ist Stimmt, das Alter. Ich sag jetzt Fortnite und trink Cola. Mir egal, Alter, mir egal, Junge. Mir egal. Mach ich später mal. Ich guck mir mal auf YouTube ein 2K-Video an. Johnny, Dankeschön für den Prime-Sub im 10. Ich liebe es dir zuzuschauen, mach weiter. Ich bin gespannt, was noch so abgeht. Ich auch. Ich habe aber ganz stark die Vermutung, dass jetzt über die Weihnachtstage nicht so viel im RP geht. Aber wir haben gestern wieder mit dem Pinsel gequatscht. Einige haben dazugeguckt. Also Mila und ich. Und wir werden, denke ich mal, am Donnerstag, also morgen, oder am Freitag so ein Sektor Bubble Dingsbums spielen hier. Sektor Bubble Hummelparty. Anstatt ins RP zu gehen. Weil ich glaube, da wird nicht großartig viel gehen. Ich war gestern einmal kurz drinne, dann wurde ich von 500 Leuten angequatscht. Dann habe ich gestern kurz RP gemacht. Eine Stunde, tut mir leid. Ein paar haben mir bei Roy zugeguckt, die wissen dann, was abgegangen ist. Wir werden sehen. Ansonsten machen wir Pummelparty. So, jetzt kann ich das hier ausmachen. Das auf Stopp, das wieder hoch und dann machen wir irgendeine Playlist. Was ist das denn für eine hier?
verlieren, scheiß drauf. Ja, ich hab dich gesehen bei Royal. Hast du Update zu LP? Was für ein Update möchtest du, Bodo? Also erinnere mich. Ist der Tweet ernst gemeint? Bruder, ich hab da schon eine Glatze, Alter. Ich wollte einfach nur reinkicken. Oh, das wird Bauchschmerzen haben. Ja, mal gucken. Bisher sind Pinsel dabei. Mila natürlich. Der Hoppy. Der Lück. Piep ist auch dabei. Und ich weiß nicht, wer noch alles kommt. Mal gucken. Ich weiß nur nicht, ob wir das morgen machen oder Freitag schon. Also morgen schon oder erst Freitag. Ich meinte so zu Roy und sowas. Gestern da so besprochen, wo du... Achso. Ich war gestern im EP. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ich glaube, Schönheitschirurgie beim Dr. Chuck, weil eine Maske nicht gepasst hat. Das hat mich getriggert. Dann habe ich mit dem Chuck einfach gequatscht, so um die allgemeine Situation. Wegen diesem Kartell auf dem Server. Weil die Eastside mir halt sagt, ja, die kriegen keine Jobs. Und die werden nicht mehr angerufen, EZ. Oh, und die Ballers auch nicht so wirklich. Jojo. Dann habe ich mit Roy gequatscht. Dann habe ich eben mit der Robbe, mit Regan gequatscht. Aber ich glaube, Warwick hat nicht so ganz verstanden, was ich dem sagen wollte, EZ. Ich habe halt eine Arbeit gefragt für die ganzen Jungs auf dem Server. Und für uns natürlich. Und das war's eigentlich. Und dann war ich bei Roy und dann bin ich ein bisschen ausgerastet. Und habe gesagt, ab sofort holen wir uns einfach alles. Weil mir das auf den Sack geht, Alter. Diese ständige 5 Minuten, bla bla bla. Das soll mal was durchziehen. Und das sieht der Roy genauso. Und das machen wir jetzt. Wahrscheinlich nach den Weihnachtstagen. Und Dr. Chicken, Dankeschön für den Reset am 3. Alter Kicker. Ach echt, Space Pirate, echt jetzt, boah, du bist der Erste, der den Chat schreibt. Wow. Hallo Socke und vielen lieben Dank für die 5 Gifted Offline-Subs, Junge. Was ist denn mit dir? Ich hab gerade schon versucht, das zu fixen, hab ich aber nicht geschafft, mal hinterher. Oder morgen. Oder gar nicht, Alter. Ja, endlich Lamborghini fahren, ja, ja. Deine Idee mit den Übernehmen ist logisch, weil eh alle gerade zu dir kommen wegen Jobs. Ja, das... Ach, das ist, boah, ey, soll ich euch was verraten, ehrlich? Soll ich euch ehrlich was verraten? Wie cool ist das, RP, ne, Bruder? Wir sind gestern Nacht, haben wir mit dem Pinsel noch gequatscht. Oh mein Gott. Weil der auch so ein bisschen unzufrieden mit dem PD-Ding war. Dann sind wir zum Piep auf Teamspeak gegangen. Und wir haben da gequatscht über RP. Mit, ich weiß nicht, wer alles dabei war. Auch irgendwelche Cops waren dabei. Und super viele Crimler und so. Bis heute Morgen um 7 Uhr, Alter. Das ist kein Witz, Junge. Wir haben bis um 7 Uhr morgens über RP gequatscht. Mein Kopf, ne, Alter, ich konnte nicht mehr. Ja, man labert halt so viel darüber, weil das irgendwie auch so eine Leidenschaft ist. Und die einen... Ich sag mal so, ein paar oder sehr viele sind halt so unzufrieden und haben Schiss, dass das in einem Monat halt wieder so langweilig wird, dass man sagt, yo, man hört jetzt wieder auf mit GTA-RP und zockt irgendwas anderes und so. Die Leute wollen halt Veränderung, aber man weiß halt nicht, wie man das schafft oder wie man das schaffen soll. So, weil man da auch nicht hinterblickt, also wenn man das nicht hinterblicken kann, was dieses Kartell da auch vorhat. Und da ändert sich oder hat sich jetzt vor kurzem was geändert. Und bla 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 bla. Ein Hobby, ja, das ist. Für viele sind eine Leidenschaft, ne? Für viele sind Arbeit und ein Hobby. Da macht man sich halt immer so Gedanken. Du wunderst dich, warum du nicht pennen kannst bei deinem Schlafrhythmus. Warum? Ich hab gut geschlafen. Das darf man nur nicht jeden Tag wiederholen. Wenn das einmal passiert, ist das okay. Aber das war ein cooles Gespräch. Dann weiß man wenigstens, dass man mit seinen Gedanken manchmal, wenn man darüber nachdenkt, nicht alleine ist so. Und alle wollen das nur zum Positiven verändern, aber keiner weiß, wohin mit den Gedanken, wohin mit dem Feedback und bla bla bla. Wie cool ist das bitte? Weil man will dem Server und der Projektleitung auch nicht auf den Sack gehen, so, weil die fahren einfach ihren eigenen Film, wollen ihren eigenen Film fahren, so, da kann keiner reinreden. Aber mal gucken, was passiert. Ich spiele einfach. Wenn ich wieder aus dem Crime rausgehe, so. Also aus diesem Crime. Ist mir egal.
Wir sind mit Ryan so unterwegs, mit Sandro, mit Louis, mit Miss America, Anton und alle anderen, Alter. Wir machen einfach das da weiter, dann ziehe ich mich da, dann ziehe ich mich da zurück. Dann sollen die Leute im RP anrufen, wenn sie irgendwie Pflaster brauchen und dann warten. Dann. Ich will mir da nicht mehr so viele Gedanken drum machen. Wir wollen Berg-RP. Cloud, Dankeschön für den Prime-Sub im 7. Max Scheller, Dankeschön für den Resub im 8. und Herz zurück. Und Spike, danke für den Prime im 32. Yao. Und Havox, danke für den Prime 16. Salam Aleikum, Aleikum Salam. Und Bia, danke für den Prime 27. Und Chucky, vielen lieben Dank für 13 Gifte Zaps, Alter. Dankeschön. Noch 87 ungefähr bis zur Glatze schneiden. Und Adi, Dankeschön für den Resub im 23. Monat. Wir machen das schon. Ich hab da gar keine Angst mehr vor. Was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Triggert. Hallo, Pinsel. Pinsel, morgen Pummelparty oder Freitag? Freitag, oder? Oder? So einen Tag vor Heiligabend. Hallo, Ernie. Nur noch... Heilig Klappe. Was die anderen denn gesagt? Ja, keiner hat was gesagt. Wir müssen heute nochmal nachfragen. Piep ist ja krank, ne? Aber der wird, glaube ich, trotzdem spielen. Lass heute Abend nochmal einfach nachfragen. Aber ich würd eher Freitag sagen. Und ich hoffe, dass Mila Freitag noch nicht bei ihren Eltern ist, wegen dem Weihnachtstag. Die soll mitzucken. Pinsel also nicht zugehört, der hört nie zu. Kannst du eine RP-Pause machen, Harry Potter spielen? Oh, ich würde das gern kombinieren, weißt du, Space Pirate? Ich würde gern Harry Potter spielen und RP zusammen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Donnerstag weniger geht als Freitag bei Wochenende. Also du meinst, morgen geht weniger im RP als am Freitag. Aber zu dem Feiertag wird gestreamt. Why not? Aber ich sag euch eine Sache. Wenn ich dann ins RP gehe und da geht nichts ab, dann stelle ich mich irgendwo hin und angel 3 Stunden, Alter. Das ist mir egal, dann müsst ihr dann klarkommen. Ich sag, wie es ist, Alter. Ich würde dann sagen, am Samstag ein Shortstream so, nach Dings abends. Weil es gibt ja, ne, bei uns gibt es ja Essen und so. 2-3 Stunden noch. Und Sonntag dann ganz normal. Aber wenn nichts abgeht, dann mache ich Angelpommes, Alter. Und können wir uns nebenbei Videos angucken oder so ein Shit. Und quatschen. Wir haben schon das Kreis-RP und das Angel-RP überlebt, also. Ich sage nur nicht, dass sich dann einer beschwert am Ende. Habe ich mir extra Chips gekauft und 5 Liter Cola, warum wird denn keine Pommes gespielt? Junge, wie enttäuschend, das ist mir der Sub nicht wert. Nee, gibt nix, erzähl keinen Quatsch, da gibt's auf jeden Fall Essen am Samstag, Alter. Ah. Auf jeden. Feiertag ist Zeit für Familie und nicht zum Stream. Ja, aber ihr seid ja sowas wie eine Art Familie. Ihr seid doch meine Kinder. Da muss der Papa sich doch drum kümmern, Junge. Angeln und Talk kann ich nebenbei laufen lassen, die Podcast eben. Machen wir wieder so einen typischen Talkstream mit über die Vergangenheit quatschen, Alter. Hatten wir schon lange nicht mehr. Oder mal den neuen Screen-Test und Reactions. Ja, wenn da irgendwas Cooles gibt, why not? Wärst du meine Familie, würde ich dich meiden. Boah, das tut schon weh. Hallo, Tito. Warum sagst du denn sowas zu mir? Das tut voll weh. Voll der nette Kerl, Alter. Alte Clips angucken oder so? Nee, bitte nicht. Da cringe ich weg. Wieder mal ein bisschen Vergangenheit schwelgen, dann machen wir ja sonst nie hier. Eben. Der Jordan Cobain, der macht so RP-Talks jetzt, Alter. Da sind wir auch eingeladen. Und der Paletti, Alter, der hat auch so einen Podcast, da hat er mich auch eingeladen zu. Aber nicht direkt um RP. Keine Ahnung, was das kommt, Alter. Das könnten wir eigentlich am Samstag machen, mal gucken. Wen können wir uns denn da einladen und wen können wir dicht labern über RP? Wer ist denn John Cobain? Ist ein neuerer
Typ auf Sektor. Der macht immer gutes RP. Der hat vorher auf Immo und so gespielt, Alter. Morgen bei Kumpel Geburtstag feiern, dann an Heiligabend eben von meiner Oma und da bei mir ein Tattoo-Studio, Junge. Jetzt sag aber nicht, dass du den Emote von mir stechen lässt, Junge. Kannst direkt wieder gehen. Katja, Dankeschön für 300 Bits. Und Jerome, Dankeschön für den Release am 40. 40 Monate seit GTA Live dabei und immer weiter unterstützen. Dankeschön. Und Tito, danke für den Release am 24. 2 Jahre, Mann. Und davon ein Jahr in Folge. Danke. PD ist der doch, oder? Ja, ist ein PD. So, ich mach Duftkerze und dann gehen wir rein. Ich hoffe so sehr, dass ich keine FPS-Probleme habe oder Ruckler oder so ein Shit. Ich hab auch die ganzen Kabel nicht verlegt, Alter. Das sieht hier aus. Wie bei Heppel unter Sofa. Pennst du im Schrank, Alter? Hallo, Benzo. Emote-Tattoo, bin dabei. Nein, nein, nein. Hallo, Juri. Den alten Curtis auf dem Oberarm. Ich frag mich halt echt, wo die Leute sind, die sich ein Emote von mir stechen lassen haben oder das 719-Ding. Ob die immer noch zugucken, oh, Alter. Und Wolverine, Dankeschön für den Beast im 33. Gibt viele gute Leute auf Sektor, Alter. 719 auf linke Arschbacke. Ey, nichts gegen Hempel. Kenne ich jemanden, der so heißt. Ich hab nichts gegen niemanden. Nix. Geht's euch denn gut? Was gab's heute zu essen? Unterhalte mich mal ein bisschen. Klar, hier ist einer 719, aber du hast kein Tattoo, Dieter. Pizza, Senfeier. Hab ich noch nie gegessen. Schmeckt's was? Baguette, Bratkartoffeln, geil. Thunfisch. Oh, heute Reis mit Hack und Gemüse. Auch gut, auch gut. Noch nichts Festes, nur Kuchen. Eieiei. Lieferando war mein Koch. Noch nix, aber gleich. Gyros, Alter. Thunfischpizza. Selbstgemachte Klopse. Nee, haben da Kumpels, die tätowieren. Der Elan ist direkt gegenüber. Ah, Gulasch mit Kartoffeln. Mein Mann möchte gerne ein Äffchen von dir tätowiert haben. Ja, kann er sich gerne machen. Würde ich mir aber vorher 100 Millionen mal überlegen, ob man das machen sollte. Senfeier mit Kartoffeln ist schon geil, aber man muss den Geschmack Senf schon mögen. Ich mag Senf. Ja, was soll ich sagen? Langweilig. Alle Freunde von mir sind krank. Alle Fieber kann nicht raus. Und ein bisschen chillen draußen geht nichts. Alle krank. Du hast jetzt in einem Satz 5-mal geschrieben, dass alle krank sind, Junge. Wenn du mal, Alter. Einfach der Cousin von Karim. Den habe ich übrigens wieder entbannt. Der hat ein Gedicht geschrieben. Das hat er irgendwo copy-pasted, aber er hat's gemacht. Sind alle krank? Ja. Das geht aber an Reach, du Ärgerer. Geil, Eistee, Zitrone und Kürbis. Ekelhaft, Pfirsichbeste. Karim wieder da? Noch nicht. Der kommt wahrscheinlich später wieder. Naja, das Effing kann ja einem ja auch so gefallen und bringen man auch nicht direkt mit einem Streamer Verbindung. Ja, wenn das aber ein Emote ist, dann ist da schon eine Verbindung. Der ist crazy genug, braucht nur meine Vorlage. Okay. Welches Effing möchte der denn haben? Von den Emotes? Oder ein anderes? Bestes am Winter ist, dass man richtig lange am Moped schrauben kann. Was für ein Moped hast du denn? Gibt es das heutzutage überhaupt noch? Kaufen sich Jugendliche Roller und frisieren die und so? Schon lange keine mehr gesehen. Simpson kenne ich nicht. Ich kenne nur Erux. Ich überlege noch Pizza oder Lasagne. Pizza, Mann, Pizza. Ich dachte, wir wollten noch Subs aus hier rauspressen, bevor er anbannt wird. Ach, der Sub doch nicht, Junge. Der Karim, Alter. Das ist doch kein Geld, wenn du eine 7B bist. Wie cool ist das bitte? Dem können wir nichts rauspressen. Und trink Cola. Wofür steht 719? Kennen nur 710er Deckel. Alphabet für Grow Street, GSF. G für den 7. Buchstabe. Und Dings für den 19. Taximan, Dankeschön für den Prime Sub im 30. Monat. Krass, 30 Monate, danke für deine Streams. Immer. Love it too. Oder sind fast ausgestorben, was Tuning betrifft. Die fahren irgendwie alles stock. Ich habe schon lange keine mehr gesehen, so.
Gibt's Gutheit-Tech und so ein Shit noch? Kennt ihr das? Gibt's die Seite noch? Guck mal. Haben wir damals mal bestellt. Ja, aber die gibt es sogar noch. Gibt es tatsächlich noch, Alter. Cool. Groovy Street. Cameron ist dein Lieber, wenn er will. Ja, der, ich sage auch nicht, dass der böse ist. Der betreibt nur manchmal. Weil der bei anderen Streamern noch abhängt und die finden das alle super toll, wenn er die ganze Zeit nach Subs für die Streamer bettelt. Und, ja, bettelt und das als Kick versteckt, obwohl es kein Kick ist, sondern wirklich betteln ist. Und die, aber das muss der hier nicht machen. Und wenn der hier übertreibt, bin ich den Mac fertig. In meinem Moped stecken jetzt schon fast 2 Scheine als 2K. What? Voller Strip zur Zeit des Tuning-Autos wie Japaner in Szene momentan. Boah, wenn du das ist mal so schwer, deine Sätze zu verstehen, ne? Roller ist RIP zurzeit, ist Tuning-Autos wie Japaner in Szene momentan. Junge. Du bist der Beste. Oh boy. Jojo. Unreach, Dankeschön für den Resub im 34. Monat und Kuss zurück. Hallo Unicorn Hunter. Oh, mein Gehirn tut weh, Alter. Lamborghini, ja, Mann, Alter. Geh mir weg mit Gartic-Phone. Du zwingst mir nicht deinen Wille hier auf, Schwester Kusch. Wir machen Pummelparty, nix Gartic-Phone. Ihr subbt freiwillig, aber sofort. Wie kann dein Gehirn wehtun? Ja, tut einfach weh. Tut einfach weh. Ich schreib einfach, soll ich sagen, lass mich, ja? Bruder, lass mich in Ruhe, Alter. Lass mich, machen wir sofort, DP, hallo. Lass mich einfach in Ruhe werden, Alter, bitte. Wen würde mein Mann sich tätowieren lassen? Den Derp? Ja, kann ich hochladen im Discord. Also als größere Variante. Wenn du da drauf bist. Das ist eh eigentlich enttäuschend, dass wir kein Discord-Partner mehr sind, ne? Wir haben einfach zu wenig, von dem Geschreibe her passt das, aber zu wenig Leute, die mal joinen. Das ist richtig kacke, Alter. Da habe ich einmal einen Monat zu viel gedodged und schon war alles verloren. Hab mir auch schon überlegt, Alter, mit dem Juri. Ich habe mir echt schon überlegt, mal so vielleicht ein Dings zu machen. Custom-Klamotten für GTA und die im Discord quasi als Download bereitzustellen. Weil mich schon unendlich viele angeschrieben haben. Mein Curtis, ich bin hier auf dem 5M-Server von einem Kumpel, der braucht Klamotten. Damit da Leute drauf joinen oder so ein Shit, Alter. Da ist doch Karen wieder. Danke für den Resub um 18, du Spinner. Free Karen, du bist free, Junge. Twitch ist bald wie TV mit Werbung, einfach nervig. Hey, hat Stella? Das gibt schon sehr lange auf Werbung auf Twitch. Würde ich fühlen. Ja, ich müsste mal gucken. Ich habe letztens schon mit Juri an der Jacke gearbeitet. Die war ziemlich sick, Alter. Eigentlich so ein paar Pieces mal machen. Und dann die Leute auf den Discord locken und dann wieder Discord-Partner beantragen. Eh eine Frechheit, dass ich kein bin, Alter. War von Sekunde 1 Partner. Schweinerei. Mauli, danke schön für den Wies am 28. Ich würde auch Shisha beim MP füllen. Ja, du bist doch ein Kleinkopf. Lebt Jiff genug? Klar. Recht, dass die so was wegnehmen. Ey, damals musstest du, Juri. Damals hast du den Partner nur bekommen, wenn du halt, eine Community hattest du auf Twitch oder so, oder beziehungsweise Twitch-Partner warst, ja? Mit einer gewissen Community. Und dann haben die das irgendwas geändert und dann haben die irgendwann gesagt, ja, du musst jetzt hier die und die Zahlen erreichen und so ein Shit. Absolut abgehoben. Brech, Junge. So, ich starte jetzt, wir können wechseln. Oh, bitte keine FPS-Drops. Der 2K-Monitor macht schon bei den Schatten irgendwelche Probleme, Alter, habe ich jetzt keinen Bock gehabt zu fixen. Kerze ist schon vorbei, Junge. Ah. Ich bewerbe mich bei Discord und gebe dir Partner. Ja, mach das. Kannst ja bald auch auf Discord subben. So kannst du als Owner auch noch Einnahmen generieren. Was ist das denn für ein Quatsch, Junge? Hallo, Eisendave. Nix geht wegen jetzt in Pommes. Und Realbeat, danke schön für den Prime-Sub im 15. Monat. Ups.
Hupala. Hoffentlich funktioniert alles. Oh, und die neue Tastatur ist da, ne? Mit Red, mit MX Red Silent Switches, Alter. Das fühlt sich so nice an. Oh, es ist so schön, aber ohne RGB ist ein bisschen kacke, wenn dunkel ist. Ich brauche mal wieder, muss mal wieder Lichter machen am Schreibtisch. Was lasse ich dich nicht? Geh nix machst du. Küss die doch. Mach ich auch, Alter. Wir brauchen übrigens ein neues Meme, weil Monitor da, Tastatur da. Was kann ich denn kaufen, Alter? Ey, scheiße, Juri, muss ich da den OBS irgendwie runterskalieren, wenn ich jetzt einen 2K-Monitor hab? Nö, ne? Da macht OBS alleine, oder? Hat sich jetzt irgendwas im Stream verändert, so? Ich glaube nicht, oder? Hoffentlich nicht. Ja, sieht doch ganz gut aus. Neue Mainboard für Sicherheit. Nee, da brauchen wir nicht. Mikrofonarm würde ich holen. Poster flacker, du flackerst, Junge. Erwidert flackert. Das stimmt, ne? Aber warum? Naja, ich guck gerade. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Warum flackert denn das Bild? Andere Sachen auch? Oh boy. Was ist denn das für ein Quatsch? Warum flackert er denn? Ah, ich weiß, glaube ich, warum. Ah, nö, warte. OBS. Ich müsste restarten. Soll ich kurz restarten und testen? Naja, hat nichts mit V-Sync zu tun. Ich habe aus Versehen bei OBS noch 1080p eingestellt. Wie waren deine Dutch-Tage? Entweder Sonntag, Montag oder Montag, Dienstag. Oder so, wie ich Bock hab, Bruder. Und hallo, Topsen. Ey, ich restart, okay? Ich komme sofort wieder, Chat. Macht mal einmal bitte...